Guten Tag, es wird mal wieder Zeit für ein Gameplay, habe ich mir so gedacht. Und ja, da das jetzt in Tunesien nicht so gut gelaufen ist, das letzte Mal, das war ja Katastrophe von mir, also von meinem spieltechnischen her irgendwie, keine Ahnung, habe ich voll reingeschissen. Man könnte meinen, ich war besoffen, war ich allerdings nicht. Ja, heute habe ich mir mal rausgesucht, dass wir jetzt doch endlich mal Normandie spielen. Vielleicht klappt es ja jetzt einigermaßen mit Gegnern, weil ich habe für ein Video vorhin, habe ich mal ein, zwei Runden Normandie gespielt. Das war eigentlich ganz gut besucht. Und deswegen dachte ich, das muss ich mal ausnutzen, weil Normandie-Gameplays habe ich echt wenig. Und da heizt man jetzt mal rein vom Setup her. Ich habe zweimal Assaulter-Trupps mit der MP43, dann natürlich meine MG-Schützen mit einem MG42, dann den verbuggten Pionier mit einem MG42. Die anderen haben alle FG42, wobei das wieder verbuggt ist. Mit den Anzeigen, die kriegen das irgendwie nicht hin. Vor allem das hier finde ich sehr geil. Da hast du einen halben Hammer und unten Munition dran. Ist voll der Hammer. Haha. Ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen verbuggt hier mit den Anzeigen. Dann unseren Flammenwerfer Vitus Hass. Mit ganz viel Hass. Und natürlich das normale Todessetup für die Normandie. Ein Tiger E und die U-188. Der größte OP-Flieger as fuck. Und dann gucken wir mal rein in die Runde und gucken, wie sehr wir den Amis auf den Sack hauen können. Und hopp. Und der Onkel hat ein Match gefunden. Wer so mehr Angriff ist natürlich jetzt suboptimal. Ah ne, Quatsch, die kommen ja gar nicht unten vom Strand, glaube ich, bei dem. Ich habe die Map lange nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, wir kommen erstmal mit dem Tiger und gehen den Leuten kräftig auf die Eier mit dem Tiger, weil dazu hat man den Tiger. Ich hoffe mal, die kriegen es einigermaßen auf. Ja doch, die kommen unten vom Strand. Okay, dann ist Tiger wahrscheinlich nicht so clever, oder? Weil die kommen. Wo ist meine Maus? Mal kurz, so, wir warten das hier interaktiv, genau. Die kommen nämlich meistens hier über die Seite rüber oder halt direkt von hier, von der Seite. Da muss man jetzt gucken. Aber wir haben ja einen Panzer 4 als Kollegen hier, der wahrscheinlich eh nichts nutzig ist. Aber das sehen wir gleich. Wegen Sound muss ich noch gucken, dass es nicht so laut ist. Mal hier ein paar Probeschüsse. Ja, geht schon. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, mit Kopfhörern zu zocken. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd bei mir. Aber ist auch immer blöd, weil dann höre ich halt auch keine Störgeräusche. Komm, verpiss dich, Baum. So geht's auch. Ich soll den Panzerfahrer umbenennen in Earl Sinclair, den Baumschubser. Ah, siehst du. Wir geben die Bäume wenigstens nach, nicht wie in anderen Spielen. ja. Jetzt haben wir hier einen Schützengraben. Das ist. Ah, da können wir noch rumfahren, das geht. Wie gesagt, ich fahre hier gerade ein bisschen planlos durch die Gegend. Wahrscheinlich wird mein Kommandant Ekley rausgesniped. Aber ich glaube, ich benenne den echt um in Sinclair. Also wenn ihr lustige Namen für Soldaten habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann, Gott, geht das Rohr langsam hoch. Ja, that's what she said. Ich glaube, ich stelle mich mal auf den Hügel da gerade rüber. Oh, das Böse ist im Busch. Junge, war das Rohr beim Tiger schon immer so langsam, Alter. Ah, weg mit den Viecher. Bap, 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 bap. Ohne Scheiß. Hä? Haben die irgendwas an dem Winkel vom Rohr geändert? Oder bin ich einfach ewig nicht mehr Tiger 1 gefahren? Oh, hallo Panzer. Oh. Habe ich den gerade mit HE weggemacht? Weiß gar nicht. Muss ich mir mal angucken. Na gut. Wäre jetzt auch keine Kunst, weil es ist eine fucking 8-8. Die knüppelt auch mit HE ganz gut rein. Das Drecksding hat eh keine Panzerung, also von daher. Warum smoken die da ab? Da rennt einer. Bap, 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 bap. Geht erst tot. Denken auch, ich sehe sie nicht, wenn sie da in der Smoke rumpimmeln. Da rollt ein toter Ami im Berg runter. Ist auch immer ganz nett. Gucken, ob die überhaupt irgendwie hier was auf die Reihe kriegen. Ich will jetzt eigentlich auch nicht die ganze Runde Panzer fahren. Weil, ja, ich habe ja recht viele Panzervideos. Kann man ja mal ein bisschen. Komm, wir fahren einfach mal an die Front. Gucken wir einfach mal, was hier los ist. Lassen uns vom Sprengpaket aufs Maul hauen. Mal ein bisschen hier. Also nehmt euch da kein Beispiel daran. So spielt man nicht mit dem Tiger. Aber da hinten sind Gegner. Und die klatschen wir jetzt einfach weg. Ja gut, das hat der Bomber jetzt schon übernommen. Ist das ein Panzer dort? Nee.
Ist halt immer nicht so clever, da oben rauszugucken. Vor allem, wenn du hier mit einem Feindgebiet stehst. Bam. Verpisst euch. Mein Tiger. Easy. Ich wünsche mir das echt, dass man dir, dass es hier so... Ja gut, das wäre... Ja, ich weiß nicht. Das wäre eigentlich eine coole Sache. Also für die, die es kennen von euch. In Warthunder gibt es ja dieses Portal für Custom Skins, die du dir runterladen kannst. Und da die Lackierungen hier so überteuert sind und man die kaufen muss und nicht freischaltet, pisst sich von meinem Panzer. Oh, Sprengpaket. Ha! Ja, Noobs. Leben kriegt ihr mich nie, ihr Schweine. Okay. Ich nehme es zurück. So, jetzt kommen wir auch mal hier ein bisschen mit. Ich schätze die Frage MG42. Bei B haben wir keinen Spawnpunkt. FG. Ach komm. Gucken wir mal mit dem MG42, was da so geht. Mal gucken, ob wir da irgendwas töten können. Was hat denn der als Backup? Ah, P38. Schon mal eine gute Waffe. Ihr hockt euch jetzt mal hier hin. Spielt mit der Glocke. Oh, Gegner. Wo ist er? Oh, Alter! Holy moly! Alter. Okay, da kam auf jeden Fall eine Horde rein jetzt. Das schreit ja fast nach unserem Brutzler hier. Flammenwerfer. Flammenwerfer Heinz. Vitus Hass ist halt auch ein geiler Name. Den habe ich, also den Namen habe ich dem nicht gegeben. Der hieß standardmäßig so. So. Wer will brennen von euch Drecksäcken? Da hinten ist er. Stirb. Stirb, Kartoffel. Ah. Brennt, ihr Schweine. Ach ja, Flammenwerfer ist eine geile Erfindung. Ich liebe es, wenn es das in Spielen gibt. Hey. Achso, das war Arti. Okay. Boah, da steht ein Panzer. Ich würde den Panzer gern wegmachen. Ich habe ja ein Sprengpaket. Da kam ein Pilot an. Hat jetzt nicht so super funktioniert bei ihm tatsächlich. Brenn! Und jetzt Sprengpaket und hopp! Oh, ich glaube, ich habe es drüber geschmissen, ich Idiot. Egal, zünden wir ihn halt an. Und er ist kaputt, verdammt. Hat er mit seinem dicken Ofenrohr weggeheizt. Aua, die schießen. Das tötet Menschen. Wow! Okay, der hat mich jetzt tatsächlich erschreckt. Ups. Meinen eigenen angezündet. Muss auch mal sein. Aber ich glaube, die Gegner sind jetzt wieder nicht so der Wahnsinn bei den Amis hier. Ich sneak mich jetzt einfach mal lang. Brennt. Brennt, ihr Schweine. Mal easy weggebrutzelt. Jo. Da hinten pimmeln auch noch irgendwie welche rum. Und da war die Munition leer. Was für eine Scheiße. Jo. Was machen wir da jetzt? Ja, ich glaube, die Gegner kriegen gerade eh nichts auf die Reihe. Das ist echt ein bisschen beschissen. Könnten sich mal ein bisschen anstrengen, die Vollidioten. Da hinten steht schon wieder ein Panzer rum. Der rafft auch nichts, der Typ. Oh, da war ich tot. Scheiße. So, Sturmgewehr. Auf geht's. Rein da. Jetzt haben die echt A eingenommen. Ich glaub's nämlich. Seit wann strengen die sich an? Ach du heilige Scheiße. Kommt halt das komplette Gegnerteam erstmal zu A. Da oben rennt ein Ami. Den glaube ich, sehen nicht. Ist halt immer kacke, wenn die hier aus dem Busch kommen. Sind die alle schon tot? Da waren gerade so viele Leute. Oder sind die alle hier unten drin? Ist jetzt eine gute Frage. Ab, 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 ab. Junge, ich will ja gar nichts treffen. Wo ist denn jetzt der Wichser? Hm, keine Ahnung.
dann gehen wir mal hier rein. Sagen, ja, toll, die MGs sind auch schon kaputt. Richtige Scheiße. Sind die alle? Ich glaube, die haben keinen Bock mehr auf mich. Hallo? Kuckuck. Sind denn die ganzen Gegner? Da kommt ein Panzer. Kann ich den Panzer wegmachen? So, die sind immer noch drin. Verdammt. Panzerjäger habe ich ja eh nicht hier bei denen. So, pass auf jetzt. Was? Ich wollte das Ding noch gar nicht schmeißen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Und welcher Vollidiot packt denn da Stachel drauf hin? Wo ist der scheiß Panzer jetzt? Ist der schon kaputt? Ah ne, da hinten steht noch einer. Vielleicht kriegen wir den ja wenigstens. Und schön neben das Munitionslager. Und tschüss. Was? Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Dreckiger Gammelschirmen. Zünden wir das Scheißding halt an. Ich glaub's ja nicht. Brenn. Stück Scheiße. Trotzdem irgendwie komisch, dass hier keine Gegner unterwegs sind. Bei der Sherman selber, der kann jetzt eh nichts machen, großartig. Oder wollen die alle wieder zu B? Das kann natürlich auch sein. Ohne Scheiß, ich sehe niemanden irgendwie. Ah, brennt irgendwas. Weg mit euch. Ach, so ein Sturmgewehr ist halt schon was Schönes. Machst du halt jetzt nicht so viel als Gegner. Vor allem nicht als Ami. Vor allem nicht, wenn der Ami mir ein Sturmgewehr rennt. Rückstoßreduzierung wäre noch nicht schlecht. Aber man sieht es ja auch so, ich treffe ja ganz gut mit dem Ding. Da geht ein bisschen was rein. Zack, tot. Zack, tot, tot. Alle tot. Easy. Sturmgewehr OP. Die ist nerf. Können sie im Forum wieder rumheulen. Denkst auch, ich sehe dich nicht. Oh, Muni leer. Ist deine Mission? Hast du ins Maul geschossen? So muss das. So, FG42, weiter geht's. Brauche ja mal ein bisschen Abwechslung in den Waffen. Batz, batz. Oh. Habe ich zwar getroffen, aber ein bisschen versagt. Ah, hab den Kill immer noch gekriegt. Da ist die Map zu Ende. Das ist natürlich schon bitter. Piss dich jetzt einfach. Verdammte Scheiße hier. Und das ist der ohne Munition. Auch geil. Egal, Pistolenregel. Jo. Ich hab fast was getroffen. Auch ein kaputter Panzer, Jo. Irgendwie kriegen die auch nichts auf die Reihe. Rennen wir halt ein bisschen mit der Pistole rum. Soll mal sein. Okay. Das war irgendwie nichts. Flugzeug ist auch belegt. Was haben wir noch für Optionen? MG42 ist halt ein bisschen suboptimal tatsächlich. Kommen wir lieber mit dem Trupp nochmal. Ist ja quasi derselbe wie der vorhin. Das ist halt praktisch, wenn du zwei Assaulter-Trupps hast, die beide halt ausgestattet sind mit Sturmgewehren, dann ja, vermiest man den Gegnern ein bisschen den Tag. Wie gesagt, ich hasse es halt nur, weil du hier die ganzen Lappen nicht so richtig siehst. Vor allem die Ami-Uniform, die passt halt auch noch recht gut im Wald. Das ist immer hier so ein bisschen Seek and Destroy. Da rennt was. Bap, bap, bap. Tot. Okay. Taktischer Rückzug. So. Bap. Autsch. Da, jetzt haben die auch noch B gekappt. Was erlaubt. Oh, Alter. Ohne Scheiß, der Mongo, der hier Stacheldraht hingemacht hat, den gehört auch ins Gesicht getreten, ey. Wie kann man so ein Vollidiot sein? Eieieiei. Was ist der Scheiß-Ami jetzt? Ah, piss dich, Alter. Weg mit euch. Ups, der hat mich noch erwischt. Da fang. So, die Tür sollte man halt schon treffen. Oh, hab sie sogar erwischt. Da ist noch einer. Noch jemand? Wer will sterben? Du willst... Oh, ja. Der wollte auf jeden Fall nicht sterben. Bap, bap, bap. Kaputt. Aua. Okay. Ich
glaube, da kommen ein paar. Der Spawnpunkt ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu weit hinten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich könnte allerdings ein bisschen mit dem Flammenwerfer reinkloppen. An sich läuft es ja nicht so schlecht, die Runde. Muss man jetzt einfach mal sagen. Was sagen die Stats? Ja, 53 Kills. Hatte auch schon bessere Runden. Da kommt auf jeden Fall gerade Arti. Ist das unsere Arti? Ich hoffe einfach mal, ich renne einfach mal rein. So, Kollegen. Sind da jetzt noch welche im Wald oder nicht? Wow. Granate. Gott, Alter. Reflexe wieder on point, ey. Ja, piest euch. Einfach mal alles, den ganzen Wald anzünden. Greenpeace wird sich freuen. Oh, da haben wir auf jeden Fall paar weggebrutzelt. Jetzt warten wir nur kurz, dass sich die Situation hier ein bisschen entschärft. Da brennt auf jeden Fall noch was. Ah. Oh, Flammenwerfer leer. Scheiße. Das war dann wohl nichts. Schmeiß mal noch ein Sprengpaket da hinten in die Pampa. Ich glaube, da steht ein paar. Oh. Wo ist er? Verdammt. Okay, den haben wir erwischt. Junge, sind das viele. Alter. Hab das dann. Weg mit dir. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Warum hat der Pionier keine vernünftige Waffe? Was soll denn der Geiz? Oh, hallo. Da saß Häschen in der Grube. Wie machen wir das jetzt? Komm, räumen wir da noch ein bisschen mit dem Stormi auf. Ich hätte auch eine Messerschmitt mitnehmen können tatsächlich. Das wäre vielleicht cleverer gewesen. Aber du weißt halt vorher auch immer nie, was du hast. Tot, alle tot. Jetzt einmal kurz rein in den Punkt. Das wegmachen. Piss dich. Piss dich auch. So, Punkt wieder eingenommen. Easy going. Okay, da ist auch keiner mehr. Da hinten rennt was. Da rennt was. Oh. Ja, auf Distanz ist das Ding gar nicht so scheiße eigentlich. Ah, da kommen ein paar, Sprengpaket. Und hopp. Warten wir einfach, bis sie kommen. Okay. Das hat super funktioniert. Nicht. Na. Kurz nachladen. Holy fuck. So, ich sehe dich nicht. Wow. Danke. Da war ich ja fast tot, ey. Wow. Alter. Das war jetzt nochmal der letzte Ansturm, oder wie? Kommt da noch was? Oder war es das jetzt bei euch? Ich sollte mich vielleicht heilen. Okay, der ist weg. Alter, hier ist die Kacke aber auch am Dampfen. Stirb, Ami. Sieg. Das war jetzt mal eine entspannte Runde, würde ich mal sagen. Lief jetzt gar nicht so scheiße. 14.000 Punkte, kann man mal machen. Im Vergleich zu der Tunesien-Runde auf jeden Fall recht gut. Was sagen die Stats? Ja, Platz 2 mit 82 Kills. 6-mal gestorben. Ja, hat schon bessere Matches. Aber ist auf jeden Fall mal ein kleines Upgrade im Vergleich zu vorher. Jo, dann haben wir die Kacke auch erledigt. Was ist eigentlich mit dem Happy Birthday Zeug? Top 50. Finish. Hä? Habe ich doch gemacht? 14.11. Ja, keine Ahnung. Mir ist scheißegal. Irgendwas zum Leveln? Glaub nicht. Sind wir eh fast durch. Ja, irgendwann haben wir dieses scheiß Sturmgewehr auch freigeschaltet. Auf jeden Fall war ja jetzt nicht so die schlechteste Runde. Hoffe, ihr hattet Spaß. Dann sieht man sich im nächsten Video. Haut rein.